Bei der Funktion, so einer ganz typischen Hochdrei-Funktion, mache ich mal Nullstellenkrümmung, Wendepunkt und das Zeug, Wendetangente vielleicht noch relativ zügig durch. Das ist für jemand, der sich eigentlich schon auskennt. Und als erstes ableiten, dreimal, viermal ableiten, F' von x gleich, so, da haben wir 0,6x² minus 0,4. Die zweite Ableitung ist 1,2x. Das fällt weg. Die dritte Ableitung auch gleich noch. Die ist 1,2. Und ich fange am Wendepunkt, weil das ist das Neueste und vielleicht das Schwierigste. Das ist das, was die Leute interessiert. Dazu muss ich die, also wenn es um den Wendepunkt geht, um die Krümmung, muss ich die zweite Ableitung anschauen, muss die zweite Ableitung 0 setzen. F2' von x gleich 0, 1,2x gleich 0, also x gleich 0. Und ich sehe, das ist so eine Gerade, so eine steigende Gerade. Das heißt, F2' von x ist kleiner 0 für x kleiner 0 und F2' von x ist größer 0 für x größer 0. Also was heißt das? In dem Bereich, ja, und F3', den Punkt, das muss man so machen. Also dieses x muss man in F3' einsetzen. F3' von 0 ist ungleich 0, weil es ja 1,2. Das heißt, ich habe einen echten Wendepunkt bei 0. Das fehlt, also ich weiß hier schon, es ist bei 0, aber wie finde ich das raus? Ich muss hier f von 0 machen. Also ich muss diesen Nuller ganz oben da einsetzen, weil das ist hier mein f von x, also der Graph, oh, ist ein bisschen sauberer. Also das ist der Graph der Funktion f, nicht die Ableitung, nicht die zweite Ableitung. Und deswegen bekomme ich den Punkt, indem ich wieder ganz oben einsetze und jetzt wieder ein bisschen aufräumen. So, genau. Und dann habe ich jetzt hier also einen echten Wendepunkt bei 0, 0, weil erstens die Ableitung F2' war 0, da bin ich, und zweitens F3' ungleich 0, und also Wendepunkt haben wir, und ich habe hier im negativen Bereich eine negative Ableitung, und das ist die Rechtskurve, und im positiven Bereich eine positive Krümmung. Ja? Also das machen wir mal hier grün. Also F2' größer 0 für f für x größer 0. Das heißt, in dem Bereich habe ich eine Linkskurve, ne? Da ist die zweite Geschichte positiv, die zweite. Und in dem Bereich habe ich, das ist das hier, eine Rechtskurve. Da ist die zweite Ableitung negativ, negative Krümmung. Krümmung war immer das, wenn ich hier spazieren fahre mit dem Fahrrad, 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 Kopf, Arme, also von oben drauf gucke. Ein bisschen mehr aufräumen. Jetzt mache ich das, was ich glaube, was schon bekannt sein sollte, nämlich Min-Max. Aber vielleicht hat es doch noch jemand gern bei Min-Max. Ja, hier so in Blau, da schaue ich mir die erste Ableitung an. Ja, bei Min-Max gehe ich jetzt hier spazieren. Ja, das heißt, jetzt ist es anders, keine Straße mehr und ich sehe mich von oben, sondern ich sehe mich von der Seite. Ich gehe hier rauf und an welcher Stelle habe ich jetzt die Krümmung 0? Und dann mache ich hier f' von x gleich 0. Also los geht's. 0,6x² minus 0,4 gleich 0, das rüber durch 0,6. Also x² gleich 0,4 durch 0,6 gleich 2 Drittel. Und damit ist x gleich Wurzel aus 2 Drittel. Ein Fehler ist noch, das übliche plus minus nicht vergessen. Also die dieses x, mal schön rot, ja, das x, bei dem ich hier das Maximum habe und das x, bei dem ich das Minimum habe, das ist ein sehr krummer Wert, aber das ist häufig so, minus Wurzel aus 2 Drittel und plus Wurzel aus 2 Drittel. Wenn ich den exakten Punkt wissen möchte, wieder die minus Wurzel aus 2 Drittel oben bei f von x einsetzen. Tun. Ja. Jetzt gibt es noch ein Kriterium, wenn ich so rein rechnerisch, wenn ich keine Lust habe auf die Monotonie-Tabelle, wenn ich eine Rechtskurve habe, dann muss das ja ein Maximum sein. Die Rechtskurve habe ich dann, wenn f2' negativ ist. Das heißt, ich schaue, ich teste, machen wir so einen Test. Test.
f2' von minus Wurzel aus 2 Drittel. Ist das positiv oder negativ? Dann setze ich eben das da ein, f2' und da kommt was Negatives raus. Kleiner 0, daraus folgt Maximum. Und hier ist das Gleiche. Ich, bisschen Platz, 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 genau so. Also, dünner schreiben, dann geht's. F2' von plus Wurzel aus 2 Drittel. Das ist größer 0, ne? Das ist F4 ist F2', ja. Und daraus folgt ein Minimum, ja, bei plus Wurzel aus 2 Drittel, weil größer 0 ist eine Linkskurve. Ich habe die linke Hand draußen und das ist eben das Minimum. Also es ist die Kombination. Ich weiß, die erste Ableitung ist 0 und die zweite Ableitung positiv, also Minimum. Und wäre die zweite Ableitung auch noch 0, dann hätte ich einen Terrassenpunkt. Jetzt habe ich die Krümmung, Min, Max, die Symmetrie lasse ich jetzt mal weg. Genau, das ist fürs Erste lang, das mal schauen.